Macht euch das Spaß? Ja! Wir sind hier im Informatikraum 1 in der Christophorus-Schule. Mein Name ist Olaf Zielesnik. Ich unterrichte hier Mathe, Physik, Informatik, allgemein MINT. Wir sind hier im MINT-Profil. Das ist ein Profil, was wir seit letztem Jahr neu anbieten, jahrgangsübergreifend, hier für Jahrgang 5 und 6. Und gerade sind wir dabei, uns mit Mikrocontrollern, mit dem Calliope Mini auseinanderzusetzen, die wir unter anderem über unseren Kooperationspartner, die Wissensfabrik Deutschland e.V., über das IT2School-Projekt bekommen haben. Also die Wissensfabrik stellt Partnerschaften zwischen Industriepartnern und Schulen her. Dabei entwickelt die Uni Oldenburg didaktische Materialien, die dann von der Wissensfabrik auch gebaut, verpackt, versendet werden. Also es gibt nicht nur Arbeitsblätter, sondern in dem Fall beispielsweise auch Mikrocontroller, mit denen man arbeiten kann oder verschiedene Geschichten, die super im Informatikunterricht oder auch im Technikunterricht im MINT-Profil einzusetzen sind. Also der Calliope Mini ist ein Mikrocontroller, der auf einem kleinen Board sehr viele Sachen verbaut hat, die die Schüler teilweise aus ihrem Alltag aus dem Handy kennen. Und er macht viele Sachen erfahrbar, die ansonsten in der Blackbox sind. Also ich habe hier LEDs, die ich ansteuern kann, also so eine rote Matrix. Ich habe auch eine Farb, eine RGB-LED. Ich habe da drauf einen Lautsprecher, ich habe da drauf ein Mikrofon, ich habe einen Lagesensor, ich habe einen Temperatursensor, also ganz viele Materialien, die sehr frei programmierbar sind. Und es gibt Editoren. Zum Beispiel hier auf dem iPad, was wir jetzt flächendeckend eingeführt haben, gibt es einen Editor vom Fraunhofer-Institut und damit können die Schüler beispielsweise sagen, wenn du geneigt bist, dann läuft der rote Punkt zur Seite und können einen digitalen Eierlauf machen. Oder wenn in 25 Minuten das Fenster wieder zugehen soll, weil wir gerade 5 Minuten gelüftet haben, dann geht die Ampel auf grün und danach geht sie irgendwie nach 20 Minuten wieder auf rot oder spielen einen Warnton. Also man kann da ganz viele Sachen machen, auch frei programmieren. Auf der Website von Calliope gibt es super viele Materialien und ja, das versuchen wir gerade neu umzusetzen. Also das MINT-Profil ist erstmal so, dass die Schüler und Schülerinnen sich rein nach Interesse einwählen. Im Moment in dieser Gruppe ist es etwas unausgewogen. Insgesamt würde ich aber sagen, dass gerade in Jahrgang 5, 6 doch ein recht ausgewogenes Geschlechterverhältnis ist. Also im letzten Jahr beispielsweise haben wir 3D-Druck und Robotik gemacht. Da hinten sind ja unsere 3D-Drucker am Drucken und unser Nao sitzt noch da. Also die 3D-Drucker, die hinten am Drucken sind, sind ähnlich wie der Nao, der in der Ecke sitzt, über ein sogenanntes Weihnachtsmailing bei uns zustande gekommen. Das heißt, das ist spendenfinanziert und die 3D-Drucker sind nicht einfach irgendwelche 3D-Drucker, sondern sogenannte Bildungsdrucker. Die sind hier in Braunschweig entwickelt worden von der Firma FabMaker. Die hat auch letztes Jahr, glaube ich, einen Gründerpreis bekommen und haben halt ein Sicherheitskonzept, dass man die so ganz normal im Klassenraum auch arbeiten lassen kann. Bei einem 3D-Drucker-Bausatz muss man in der Regel aufpassen, dass man nicht in irgendwelche beweglichen Teile reinfasst, dass keine Dämpfe austreten, dass man sich nicht verbrennt. Das ist hier alles über Filtersysteme und Schließfunktionen abgedeckt. Ja, und mit FabMaker sind wir auch im regelmäßigen Austausch. Die entwickeln auch Bildungsmaterialien. Die sind auch über unser Feedback irgendwie ganz dankbar. Und das ist schön, so eine Firma vor Ort zu haben. Nao dort ist im letzten Jahr beim MINT-Profil von einer Kollegin eingesetzt worden, die mit den Schülerinnen und Schülern Robotik als Thema hatte. Da gibt es auch viele Sachen, wo gerade die Mädchen viel Interesse gezeigt haben. Es ist auch so, dass wir jetzt im Jugendwettbewerb Informatik beispielsweise zwei Teilnehmerinnen in der Endrunde haben, die gestern ihre Materialien abgegeben haben und sich da durchgebissen haben. Ja, also ich hoffe, dass wir damit diesem Trend, dass das Interesse an naturwissenschaftlich-technischen MINT-Fächern gerade in der Sekundarstufe 1 gegen Ende doch sehr stark abflacht oft bei den Mädchen, dass wir dem auch ein bisschen entgegenwirken können. Und diese spielerischen und haptischen Materialien, die wir haben, sind da, glaube ich, was der
Theoretisierung entgegenwirkt. Und gerade damit, dass man solche Blackboxen, die man im Unterricht oder im Alltag dauernd einsetzt, aufbrechen kann, finde ich persönlich sehr toll. Also eine Sache, die wir ganz neu haben, sind diese Arbeitsplätze. Das ist ein Raspberry Pi, der als Standalone-Arbeitsplatz funktioniert. Das ist eine Open-Hardware, Open-Software-Lösung, die wir über Spenden, Gelder und über Gewinne realisiert haben. Das heißt, die Raspberry Pis haben wir auch über die Wissensfabrik, über das IT2School-Projekt bekommen, weil wir unsere gelaufenen Projekte eingereicht haben, damals bei einem Wettbewerb und da gewonnen haben. Dann hat ein Kollege von mir beim Mausefallen-Auto den ersten Preis gemacht vor einem Jahr und hat das Preisgeld zur Verfügung gestellt. Und den Rest haben wir über die Joachim-Herz-Stiftung letztes Jahr bekommen. Die haben ein Projekt LIFI fördert deine Unterrichtsidee. Dort habe ich das, was wir schon haben und was wir damit vorhaben, eingereicht. Und wir haben jetzt für diese Standalone Open Source Computer auch noch Mikrocontroller. Das MINT-Profil ist so gut angenommen worden, dass wir die Gruppen teilen mussten. Also eine Gruppe ist gerade hier, die andere macht beim Kollegen gerade chemische Versuche. Und letztes Jahr haben wir parallel Robotik, 3D-Druck und Python-Programmieren gehabt für 5-6 Klässler.